Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Zumindest habe ich ihn so genannt. Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. Manche Leute ekeln sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich schließe seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Carchon wurde erschossen. Ein kleines, rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Der Mörder muss die Leiter benutzt haben, um an das Fenster ranzukommen. Er ist schon lange weg. Wahrscheinlich hat er die Leiter zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt und mitgenommen. Die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Ich schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. Nicht mal mit dem Fingernagel komme ich in ein so winziges Loch. Aha, Nico, du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Statt Imelda zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und außerdem war sie ziemlich unhöflich zu mir. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. Eine Tube Acrylfarbe im Farbton Französisch Ultramarin. Genau die Farbe, die ich für mein Badezimmer suche. Es tut mir leid, ich muss gehen. Jemand ist... Junge Dame, was genau tun Sie da eigentlich? Diese Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Güte, dann behalten Sie das Zeug von mir aus. Verzeihen Sie, Madame. Ja? Es tut mir leid wegen Ihres Verlustes, Madame. Nein, tut es nicht. Sie sind Journalistin. Journalisten tut nie etwas leid. Das stimmt nicht. Wir werden ja sehen. Warum wollte Ihr Mann mich sehen? Was wollte er mit mir besprechen? Ich habe keine Ahnung. Seine Geschäfte waren seine Sache. Hat er Ihnen nie etwas erzählt? Nein. Und offen gesagt war es mir auch lieber so. Woher kannte Ihr Mann meinen Vater? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie kannten ihn nicht? Thierry Collard? Pierre kannte eine Menge Leute, von denen ich nie gehört habe. Vor allem natürlich Frauen. Warum sollte ein Pantomime ihren Mann umbringen? Pierre hatte viele Feinde. Allen voran schon mal die Hälfte aller Pariser Ehemänner. Das ist ein ziemlicher Coup für Sie, was? Ich nehme an, Sie formulieren im Geiste schon die Schlagzeile. Hören Sie, nur weil ich Journalistin bin... Erzählen Sie mir doch nichts. Ihr seid doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Haben Sie überhaupt sowas wie ein Gewissen? Ja, darum mache ich ja diesen Job. Quatsch, Sie wollen doch nur Ihren Namen auf der Titelseite sehen. Schön wär's.
Aber in der Autorenzeile steht mein Redakteur. Ich mache nur die Drecksarbeit. Erwarten Sie jetzt aber bitte kein Mitleid, ja? Die Polizei wird bald hier sein, Madame. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen? Freunde, Familie? Nein, ich habe keine Verwandten. Pierre und ich waren... Er war alles, was ich hatte. Nicht gerade viel, was? Die ergebene Gattin, das war meine Rolle. Aber er hat nie was erzählt, mich nie eingeweiht. Ich weiß nur eines sicher, Madame. Was? Wenn Sie herausfinden wollen, wer Ihren Mann umgebracht hat, dann lassen Sie mich das ermitteln, nicht die Polizei. Warum? Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ihr Mann hat mich heute hierher eingeladen, weil er mich brauchte. Ich glaube, er wusste, dass ihn jemand ermorden wollte. Und er wusste auch, dass ich ihm helfen könnte. Ich bezweifle, dass er es auf Ihre gut gebaute Datenbank abgesehen hatte. Sie irren sich. Ich bin sicher, ich war seinem Mörder bereits auf der Spur. Bitte. Sie schulden es ihm. Also ich weiß nicht... Alles, was ich brauche, sind ein paar Minuten, in denen ich mich in Ruhe umsehen kann, bevor die Polizei eintrudelt. Sie haben wirklich ein Gewissen, oder? Ich vertraue so wenigen Menschen. Und vielleicht glaubte Pierre wirklich, dass Sie ihm helfen könnten. Was ihn natürlich nicht davon abgehalten hätte, Sie trotzdem zu verführen. Hier, nehmen Sie das. Das ist der Schlüssel zum Salon. Neben der Bibliothek am Ende des Flurs. Das war Pierres Zimmer. Ich bin selten da reingegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte zu viel Angst davor, was ich da finden könnte. Vielen Dank. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Das Gemälde zeigt die Carchons zusammen. Verliebt. Wie der Dichter schon sagt, die Vergangenheit ist ein anderes Land. Oder habe ich das in einem Glückskeks gelesen? Es gibt ein ganz leises Klicken. Hinter dem Bild ist ein Safe. Im Safe liegt eine Art Artefakt. Seine Oberfläche ist mit Symbolen bedeckt. Sieht aus wie die Druckwalzen, die ich im Kunstunterricht hergestellt habe. Wenn ich irgendwas über Symbole gelernt habe, dann das. Sie sind immer wichtig. Aber diese in den Stein geritzten Symbole sind unmöglich zu entziffern. Ich muss sie irgendwie ausdrucken. Zumindest ist der Stein rund. Aber was könnte ich als Druckerschwärze verwenden? Und worauf kann ich drucken? Klar, das nennt man Clown. Aber ich weiß, dass Imelda keine Ahnung von dem Artefakt hat. Und Carchon ist es inzwischen egal. Wie zu erwarten war, ist auch der Schreibtisch eine unbezahlbare Antiquität. Gähn. Das Löschpapier und das Eingangskästchen sind mit mathematischer Präzision ausgerichtet. Mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Es ist ein geschnitzter Elefant. Aber nicht irgendein geschnitzter Elefant, sondern ich weiß, wer ihn geschnitzt hat. Mein Vater. Ich bin sicher. Denn in meiner Wohnung steht das exakte Zwillingsstück, das mein Vater in eine Schatulle geschnitzt hat. Also kannte Carchon meinen Vater. Sie müssen wirklich befreundet gewesen sein. Ich beschließe, den geschnitzten Elefanten mitzunehmen. Ganz offensichtlich bedeutet er Imelda nichts. Ich verteile die blaue Farbe auf dem Boden des Kästchens. Es ist ruiniert. Ich bin ein böses, böses Mädel. Aber auch ein ziemlich cleveres.